Seine Gigs waren keine Rockkonzerte, sondern inszeniertes Schmierentheater. Hauptgrund gegen Schools Out aber war das vernichtende Urteil der anderen aus der Clique, das so sicher war wie das einstimmige Lob jeder neuen LP von Iggy Pop, Frank Zappas Mothers of Invention oder John McLaughlins Mahavishnu Orchestra. Dieses Urteil freilich war einfach zu umgehen. Von 5 der 37 LPs, die im Sommer des Jahres 1973 neben meinem Lenko-Plattenspieler standen, wusste die Clique nämlich nichts. Leonard Cohen hörte ich genauso heimlich wie Crosby, Stills, Nash & Young, Melanie, Cat Stevens und Carly Simon. Nun kam also eine sechste LP dazu, die ich der vernichtenden Kritik der anderen entziehen würde. Schools Out von Alice Cooper. Für eine Weile blätterte ich mich noch durch die Langspielplatten, die ebenfalls in Frage gekommen wären. Roy Gallagher, Cream, Captain Beefheart und Black Sabbath. Aber das weiße Höschen ließ mir keine Ruhe. Beschämenderweise hatte ich plötzlich den Gedanken im Kopf, wie es sich wohl anfühlte, das Höschen selbst zu tragen. Ich sah mich durch mein Zimmer stolzieren, Gott im Himmel, nackt bis auf das, naja, Höschen. Sollte ich es einstecken, mir Coopers Mistplatte ersparen und das Geld, das ich an schulfreien Nachmittagen in einer Druckerei erschuftete, für Islands von King Crimson ausgeben? Aber war Alice Coopers Musik wirklich so schlecht? Oder waren wir taub für seine Qualität? Egal, ich wollte das Höschen haben, also musste ich die Platte kaufen. An der Kasse lief ich rot an. Es erstaunte mich nicht. Es gelang mir unmöglich, die junge blonde Frau, die mein Geld entgegennahm und die LP in eine Plastiktüte steckte, nicht in dem weißen Papierslip vor mir zu sehen. Bedeutete ihr spöttischer, nein, verschwörerischer Blick, dass sie wusste, aus welchem Grund ich die LP gekauft hatte?